Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Minecraft. Gut, wir haben ja in die Welt da dieses Wetter-Dingsbums reingetan. Mal gucken, ob es hilft. Ich hoffe es mal. Die Welt funktioniert noch, also gut. Kaputt gemacht haben wir mal nichts. Dann werden wir jetzt mal gucken. Ich habe ein Rezept hinzugefügt und zwar für dieses Avacta-Conic-Block. Da muss man normal alles explodieren lassen und so weiter. Ich habe hinzugefügt viermal diesen Wave Energy Core. Und ein Herz ergibt viermal das. Das ist teurer eigentlich, meines Erachtens nach. Wenn man doch viel braucht hier. Also es ist schon ein bisschen ausbalanciert eigentlich, wenn man es genau nimmt. Aber okay. Wie gesagt, man muss das mit explodieren und so. Es funktioniert auch, aber es ist immer so ätzend und lästig und deswegen habe ich das so gemacht. Ich würde gerne ein bisschen mit der Rezepte rumspielen. Dann machen wir weiter. Wir sind stehen geblieben bei Portania. Was wir für ein Problem haben, ist, zum Beispiel hier wollte ich ja noch die Enderflames bauen. Und wir hatten ja hier das Problem mit den Pflanzen. Und da habe ich jetzt mal eine Lösung gefunden. Und zwar, die nennt sich. Yep. Dwarven of the Wild. Da gibt es ja dieses Horn of the Wild. Und da gibt es das Seed, da braucht man einfach nur ein Gras reintun. Und das ist gut, das habe ich schon getestet gehabt, also nicht wundern, Leute. Was mir aber hier fehlt, ist dieser Vakuumhopper, der hier oben wahrscheinlich ist, genau. So. Die Drumner, die bauen wir hier in die Mitte. Dann brauchen wir hier mal ein. Genau, ein Vakuumhopper. Der da oben die Kiste dann befeuert. Deswegen steht auch da oben schon die Kiste. Genau aus dem Grund. Ja, genau. Dann. Der braucht Mana. Dafür haben wir den Puls Mana Spreader. Das müsste der mit Redstone sein. Mana Spreader mit Redstone. Der schickt nur Mana-Dings, wenn ein Redstone-Signal dran ist. Jetzt müssen wir überlegen, wie kommen wir jetzt am besten an Mana? Am besten ist es eigentlich, wenn wir von drüben Mana hier hin spuddern. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben klingt, aber warum nicht, ne? Es müsste eigentlich gehen. Ich weiß gar nicht, wie weit. Ne, die haben ja nicht so eine weite Reichweite, oder? Na, sonst machen wir es so, dass wir hier hin spuddern. Das müsste aber gehen. Oder? Zack, der. Spuddert hier hin. Genau, macht er. Blub. Dauert halt ewig, aber er macht's, ne? Wichtig ist, dass er überhaupt macht. Und dann hier ein Mana Pool. Überlegen, wo wir den am besten hinbauen. Wir könnten ihn eigentlich hier oben so hinstellen. Und den Mana Spreader hier runter spreadern lassen. Oh, jetzt brauchen wir hier auch noch einen Mana Spreader. Bauen wir uns erstmal einen Mana Spreader, einen normalen. Der, was ja hier dann weiterleitet, das Ganze. Wir müssen ja von hier nach hier weiterleiten. Genau. Und dann müssen wir hier noch einen Mana-Spreader oben hinstellen. Besten hier, der was von hier nach hier sendet. Und das aber eben nur mit Puls. Dafür nutzen wir natürlich dann den Redstone-Block. Und da gucken. Kommt hier was an? Nein. Ist das echt zu weit? Das hat Buff da vorne. Echt jetzt? Hä? Hier kommt aber nichts an, oder? Nein. So, der ist markiert. Geht an den. Verbufft den Mana vor, oder? Ja. Eigentlich nicht, wenn man so. Jetzt ist da wieder. Okay, wohl, das geht. Aber ziemlich langsam. Gut, also, ja, es ist halt vielleicht nicht gerade der beste Weg, um Mana zu transportieren. Aber es funktioniert. Wir könnten ja mal ein Mana-Tablet bauen.
Mana-Tablet. Sollte ja nicht so schwer werden, deine Mana-Börle. Das haben wir ja. Dann kann man hier hinten sagen, zack, Function Mode. Wupp. Umgekehrt, so, jetzt das reinwerfen. Müsste der geladen werden. Blub, das sieht man an den Partikeln. Und mal gucken. So, wenn wir jetzt hier dann so gucken, wird der natürlich leerer. Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst. Wer weiß, wer weiß. Anscheinend mehr als wie genug. Ein ganzer Mana-Pool vielleicht? Ich könnte Vala MPT-Data installieren, dann würde ich es besser sehen, aber ganz ehrlich, möchte ich nicht unbedingt. So. Und jetzt mal den hier. Was haben wir hier? Passt. Wenn wir jetzt noch treffen würden, wäre einfach. So. Bist du mich verarschen oder was? So. Genau, dann kommst du hier weg. Dann bauen wir den hier und nennen das so. Und sagen Bind Mode. Zu den. Zu den. Genau, der müsste ich ja jetzt füllen. Okay, stimmt. Gut. So viel Mana werden wir gar nicht brauchen, deswegen lasse ich die Mana-Spreader hier ein bisschen spreadern. Das ist das kleinste Problem. So, Mana-Tablet ist leer. Jetzt müssen wir mal sagen, den hier, dem Freund mal Energie geben. Und den Freund da oben dann. Und dann sagen wir einfach hier. Den Freund geben wir hier Bone Mail, also Dings, dann kann der das mit Rechtsklick hier draufschmeißen, sofern ich ihn anschalte. Zack. So. Das müsste nochmal so gehen. Bam. Der killt das alles und sammelt die Blumen auf. Und wir kriegen hier wunderbar die ganzen Pflanzen. Okay, der macht hier auch Pflanzen, das ist blöd. Hier ist auch Stein hin. Da brauchen wir keine Pflanzen. Blub, blub. Und so haben wir unsere automatische Pflanzenproduktion. So, die auch noch weg. Und natürlich brauchen wir jetzt noch ein bisschen davon. Haben wir ja. Da kann man hier sagen, random, dann kann er von E nehmen. Und so kriegen wir unsere Pflanzen, weil wir brauchen auf alle Fälle braun. Die hier. Für mehr von den Dingern da, Endoflames. Und dann kann ich jetzt hier sagen, Endoflame. Endo. Crafte mir 10 Stück und starte. Dann hat der was zu tun hier. Und das funktioniert, oder? Was sagt ihr dazu? Hä? Coole Sache. Es gibt auch eine Pflanze, die mit Mana die Pflanzen macht. Das ist dann die Potania. Die habe ich mir angeschaut, aber das ist Shaded Dingsbums. Die war es ja. Nur. Das ist mir. Ich glaube, ja, die Chaylet müsste es gewesen sein. Nur die ist mir zu aufwendig zum Craften dafür, dass der Autonomous Activator das gleiche macht. Und wir kommen da schön an unsere ganzen Pflanzen, die wir brauchen. Bam. Genau. Na, die ist rausgeflogen. Rein hier mit ihr. So, dann haben wir hier noch die ganzen Rituale, die wir noch irgendwann mal brauchen werden. So, hier kann man die noch hinpflanzen. Ne? Blub. Gut, der sucht sich immer der nächsten, glaube ich. Hier oben kriegen wir dann natürlich schön Mana und das müssen wir natürlich dann auch noch irgendwie zusammenbringen, dass die Mana-Dinger da dann auch irgendwie zusammenarbeiten. So, und der braucht natürlich ein bisschen Mana, das heißt, hier wird auch weniger. Aber auch nicht so schlimm. Da wird eher da drin schlimmer weniger. So, es wird Nacht. Ich bin mal gespannt. Können wir schlafen? Nein, you cannot sleep in this dimension. Warum nicht? Cool wäre, wenn ich so undimmed hätte. Uah. Day. Gibt's da irgend so undimmed? Für immer Tag oder so? Sky Brightness Day Dimmed. Das ist, ich glaube, oder? Normal Day, nein, normal Day ist.
Ist ja Tag, Nacht. Normal Brightness Level for Daytime Sky. Sky Brightness Day Dimlit. Er ist aber Sky. Sky. Ich hätte gern, Day, ja. Keine Nacht. Also immer Tag. Das wäre das Idealste. Nur das werden wir halt nicht zusammenbekommen, glaube ich. Passiv und dann die. Carpenter Daylight Sensor. Nein, brauchen wir nicht. Revolver brauchen wir auch nicht. Twinboot Peril. Wie gesagt, das stört mich ein bisschen. So. Die Pflanze nehme ich gleich. Wenn er sie nicht nimmt. Und du sie gleich hier konvertieren. Ist immer wichtig, dass wir das gleich machen. Und wir haben ja hier schon 10 mal davon. Dann können wir die wieder aufstellen. So, 1, 2, 3. So, die verbinden sich mit denen. Gut. Dann hier, 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 hier. Da dasselbe. Oh, jetzt haben wir keine mehr. Holy shit. Was, der ist ready? Gut. Kriegst wieder Nachschub. Damit der nicht umsonst hier rumblubbert. Wir brauchen Braun. Oh, da haben wir aber schon genug. Ich weiß gar nicht, ob wir die Pflanzen auch brauchen. Glimmering Brown, nein. Scheint nicht so zu sein. Und wenn doch, können wir ja jederzeit nachforschen. So, wir brauchen Endo Flame. Machen nochmal 10 Stück. No Crafting CPU. Sammeln wir eine Crafting Start. Achso, die muss ich ja canceln, sonst geht's ja nicht. Endo Flame. 10 Stück. Starte mal. Dann. Du, zack. Und du noch ein, zack. Haben wir auch. Aber es scheint, dass mit diesem Regen, was wir da hinzugefügt haben, funktioniert. Okay, der wird weniger, das heißt, das läuft. Und die blaue nehmen wir noch mit. Wenn er es nicht macht. Und dann können wir eigentlich da ein bisschen Kohle reintun. Hier. Und das dem läuft er natürlich noch. Und schon wird hier gefressen. Gut, der arbeitet auch brav. Das heißt, da können wir auch noch ein bisschen nachlegen hier. So, so. So. Natürlich kommen da später dann bessere Mana-Spreader hin. Diese Elfen-Mana-Spreader oder was auch immer, wie die heißen. Du gehst sterben. Oh. Du schießt nur auf mich. Kommst du her? Junge, wo kommst du her? Lass mich in Frieden, ich habe da nichts getan. So, zwei. Also alleine, dass wir das schon automatisiert haben, finde ich ja einfach genial. Wo sind die jetzt denn? Also die wurde von denen aufgefressen, gell? Eine brauchen wir hier noch. Dann brauchen wir schon wieder einen neuen. Oh, scheiße. Das hat der Bass jetzt nicht mehr. Stopp, stopp. Was habe ich denn jetzt abgebaut? Hallo? Ich hab's noch geholt. Oh, so, dann hier. Was macht der da? Wo zum Geier, der hat das Wasser plattiert. Hier? Nein. Wie kann der... Was soll der Mist? Das ist ein Blödsinn hier. Der macht meine ganze Schaltung zunichte, der Typ hier. Ich glaube, hier war das, oder? So, so, so. Gut, dann hört er nämlich auf, Wasser hier rein zu bumsen. Gott, 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 Gott. So. Lampen haben wir noch genügend, also Fackeln. Hier fehlt noch. So. Dann. Flowers wieder umdingen.
Zack, 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 zack. Hier und da. Dann gehen wir hin und machen mal den Crafting-Status hier. Cancel. Und sagen Endoflame. Nochmal. 20 Stück. Da fehlen Rot. Okay, dann gehen wir Rot holen. Rot sollten wir jetzt auch haben. Braun auch. Sollte kein Thema sein, Junge. Ich glaube, mehr braucht er gar nicht. Oh, jetzt ist er leer, oder? Hey. Kommst du her? Ah, du spawnst hier hinten wahrscheinlich. So, bei dir keine Fackel steht. Dann haben wir Endoflame. Zack, zack. 20 Stück. Was fehlt denn? Nichts mehr. Achso, Lightcore brauchen wir auch. Dann gehen wir mal hier hin und holen Lightcore. 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 Was kann man dann so machen? Gleich hier. Brauchen wir nicht rübergeben, weil sonst nehmen wir wieder die Items auf und das ist auch scheiße. Und na komm. So gut, der ist jetzt aus mit Dinger oder wie das heißt jetzt. Können wir den mal hier lassen und den mal auf Deck machen. So, der arbeitet hier brav, ja. Passt. Der arbeitet hier wahrscheinlich auch noch, oder? Nein. Der arbeitet. Gut. Perfekt. Unsere Mana-Lieferung hier. Ein bisschen was kommt wohl an. Also, es dauert ewig, aber es geht. Gut, dann haben wir das auch mal. Jetzt brauchen wir natürlich noch Mana-Spreader und da oben wieder Mana-Pools. Wie viel haben wir dazwischen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir Mana-Pools. Mana-Pools haben wir nicht. Doch, eins haben wir sogar noch. Brauchen aber. Nein! Fuck! Jetzt muss ich den Scheiß wieder abbrechen. Also das mit den Endoflames da, dass die gleich neben diesem Crafting sind, ist scheiße. Aber okay. Damit müssen wir jetzt mal leben. So, dann Mana Spreader. Mana Spreader. Dann nehmen wir die hier. Eins, zwei, drei, vier Stück brauchen wir hier. Da können wir jetzt hier sagen, mach mal Endoflame. 20 Stück. Blapp. Wir haben jetzt eh zu tun hier. Einer hier. Einer da, glaube ich, oder? Ja. Immer genau vor den da. Den da. Dann die hier. Zack. Zack. Dann wieder vier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann wieder zwei. Dann müssen wir die noch verbinden. Die verbinden. Die verbinden. Und die verbinden. Schaut ja gut aus. Jetzt bräuchte man dann die Endoflame natürlich. Schauen, 12 Stück haben wir schon. Das ist ja noch nicht so schlecht. Aber dann gehen wir mal hin und machen mal hier vorne eine Reihe. Hier mal. Und hier mal. Und hier nochmal. Vorerst mal, weil dann kann ich hier gehen und sagen: Kohle. Block of Coal. Schmeiß sie rein. Das sollte das natürlich funktionieren. Oder geht das nur mit normaler Kohle? Geht das nicht mit? Anscheinend. Okay, es geht nur mit normaler Kohle, nicht mit. Ah ja, stimmt, na klar. Nur normale Kohle. Geht ja nicht mit Block of Coal. Stimmt, da war was. So, dann hier. Ging das mit Shift, genau. So. Zack. Und dann da nochmal rein alles. Dann haben wir, ich glaube, genug Kohle vorerst mal. Hier drin.
Und jetzt arbeiten nämlich alle, das ist das Gute daran. So, die arbeiten auch, glaube ich, noch, oder? Der da, genau. Das heißt, vom Weiten annähern, nicht zu nahe. So. Bam. Und dann hier noch ein bisschen. Zack, zack. Und zack. Und dann haben wir bald unsere Mana-Produktion hier soweit ready. Hier oben könnte man eigentlich, wenn wir hingehen und dann einen schönen Block nehmen und den mal schüsseln. Mal gucken, was wir rausbekommen. Schüssel hier. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also, bleibt dran. Tschüss.